Wie spielt er das denn bitte aus? Komplett auf Risiko. Den ersten geholt. Den zweiten auch noch. Und im Defuse geht er mit Kill ihn! Kill ihn! Kill ihn! Was ist das? Mit 99 Damage! Cajun B mit 1 HP! Hat der 1 HP? Ernsthaft? Das glaube ich doch nicht! Sieh dir das an! Die küssen sich! Die knutschen! Der hat 1 HP! Jetzt leck mich doch am Arsch! Gleich, warte. Ich will noch eine. Da fällt mir sogar schon die Brille runter. Wie ist das denn passiert? Ich hab's nur aus Versehen vor Schreck runtergerissen, weil das einfach so schrecklich anzusehen ist. Was soll ich machen? Genau. Sison rein. Sison spielt das gerne aggressiv an. An der Titanic. Crispy. Oh, schöner zweiter Shot. Und er kriegt auch noch den dritten. Was war das bitte für Bretter von Crispy? What the fuck? Was zur Hölle? Und ist das die Runde, in der Alternate Attax ins Spiel zurückkommt? Auch das, ich finde, das Tempo hat einfach gut gepasst bei G2 auch. Ja. Also nach dem First Break nicht lange warten. Oh! Das war gerade richtig bitter für Shox. Der ist schön CSGO geworden. Der Molotov hätte nämlich eigentlich gelöscht werden sollen durch die Smoke. Und das war nicht verworfen, das war einfach nur Glück. Aber hey, lass erstmal die Negev und den Revolver anpassen. Ja, hast schon recht, das ist viel wichtiger. Vollkommen verrückt von Dennis, da durchzurennen, aber im richtigen Moment und es funktioniert perfekt von Fnatic. Fehler bestraft. So, jetzt geht's offensiv übers Haus und über die Mitte und Krims, der macht den Schaden. Da findet er noch einen vierten. Also, einmal Krims, schön auf dem Präsentierteller, alle reingerannt. GG World Plate. Und Krims macht das hier dicht. Ja, das war doch mal ein schönes Ace zum Abschluss, oder? Oben die Position kann man von hier halt nicht so gut sehen. Und da steht noch einer links neben am Schacht. Und da hat er die Waffe gesehen. Einfacher Frag für ihn. Der Blick nach oben, die Füße und Lolo mit dem zweiten. Und so ist die Überzahlsituation für Mousebots da. Und auch der Molotov war jetzt wieder richtig gut. Lolo macht noch Kill Nummer 3. Sein Molotov zwingt Cajun B aus dem Heaven oben raus. Wie gut ist das bitte von LOL gespielt? One-Man-Army. Richtig gut. Klar, es die kann zwei, auch die sie jetzt gekauft haben. Ja, du? Die AWP und die. Ja, du setzt wirklich alles auf eine Karte. Ja, aber du bist ja im Rückstand. Also musst du ein Risiko eingehen. Und Chris Jay ist halt direkt tot. Diese Kack-Smoke-Kanten. Fick dich, Valve. Was ist das? Chris Jay konnte nichts sehen. Das ist kein faires Duell. Das ist einfach nur. Es ist auch noch eine Spectator-Smoke. Leck mich. Also mit deinem Abschluss, das von dem kannst du dich schon mal verabschieden. Wiederhol lieber nochmal die Klasse. Genau, also wird, glaube ich, besser. Kannst du schon mal einen Antrag einreichen, dass du gerne freiwillig wiederholst. Jetzt darfst du, Gito. Jetzt fange ich an. Also, was ich sehr... Map-Veto. Map-Veto, es wird Nuke. Es wird Nuke. Fuck, jetzt haben wir es nicht gesehen. Habe ich es gerade echt gesagt? Ja, das ist nicht so schlimm. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Jetzt kann die Bombe gelegt werden. Sürson oben auf der Box verschießt den einen. Und dann kommt ECFN von hinten, versucht mit einem Spray, holt Alex R noch den dritten auf den vierten. ECFN im Eskalationsmodus und er macht das Ace und holt die Runde für Alternate Attax. ECFN. Was ein Ace von ihm. Wieder so ein gutes Timing an Kurz. Fuse durch. Mir platzt der Sack. Nee. Siehst du noch nicht, das läuft noch. Oh. Da, fuck! Ja. Send Nudes. Mach das. Der Dabu freut sich darüber. Dann also, lasse ich gleich mal in meine dritte. Für Seast, wenn. Kann Seast das Ding hier klatschen? Und Oscar hat keine Ahnung, wo der Spieler ist. Und Seast macht das so gut, der spielt so gut auf Timing. Und er smokt sich ein, der will durchziehen, der hat kein Deathkit. Da, Freund. Und Seast, der schießt vorbei. Oscar, was macht er denn? Das darf doch nicht wahr sein. Oscar, Defuse, du Alex, was ist das denn? 10 Sekunden Ninja von was Oscar. Was macht er denn? Der Gott ist zurück. Was ist das? Und jetzt will man das Ganze hier begraben, indem man die Bombe alleine vorschickt Richtung Rampe. Jo. Ja, und das ist... Das ist durch. Das ist durch wie der Kuchen an Omas Geburtstag. Ja, keine Ahnung, warum rennt. Dein Kuchen ist durch? Nee, der Kuchen deiner Oma ist durch?
Ja, oder sagen wir, der Kaffee ist durch. Der Kaffee geht durch. Wie am Sonntag. Und das ist der Moment, wo Lowell mitspielen kann, aber der stirbt auch. Und Chris J., die Bombe ist nicht für dich gelegt. Du musst jetzt Gas geben. Der muss jetzt Gas geben, dass kein Defuse geht. Und er holt den ersten 5, 4. Das wird richtig knapp, aber Chris J., der macht es auch noch. Chris macht es. 9-7. Oh mein Gott, das war eine Millisekunde gefühlt. Okay, die wird anscheinend gedroppt. Ah, da möchte man den Buddy Wallbang machen. Da sehen wir es. Crush hat sich das angeguckt und jetzt der Hund. Und er macht es! Er macht es! Cassandra, den nimmt er auch noch raus in so einer wichtigen Runde. Oh mein Gott! Und versuchen da noch irgendwie Mausbots auf dem Spot zu halten, vielleicht noch irgendwo einen Track zu holen. Der klappt sogar. Oh, Twist macht den Triple! Da verdient er auch mal eine Ratsche. Also für das Ding mit der CZ. Eieiei. Und sie geben nochmal die Runde ab. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was war das denn? Twist macht die Runde auf. Und reicht das zeitlich noch, die Bombe zu defusen? Was ist hier gerade passiert? Die CZ ist passiert. Aber was war das gerade? Bombe noch hinten im Delta. Und das hat Fallen noch gesehen. NBK war blind. Fallen macht noch einen zweiten. Fallen! Den auch noch. Fallen! Jetzt will er es aber wissen. Den vierten kriegt er nicht, den holt Taco. Gegen die Wand hinten den Molotov zu werfen. Jetzt wird an die Fuse gut aufgepasst. Und da drückt Faggy nochmal durch, der holt sie fast alle. Das war knapp, da ist keiner mehr am Defuse dran. Und Dodo findet die Bombe nicht. Dodo findet gerade die Bombe nicht. Jetzt noch geschafft, aber reicht das? Reicht das noch? Jawohl, das geht gerade so durch. Allerletzte Sekunde. Das hätte funktionieren können. Ja, leck mich am Arsch. 12-10. Und ich habe gerade eine sehr berechtigte Frage gelesen im Chat von, ich weiß es gar nicht, wer war das? Genau, von Pasudem TZ. Warum hat Oscar eigentlich ein Bild von Ribéry als Avatar? Ach komm, also... Vielleicht kennen sie sich ja. Also, vor allem im Bayern-Trikot ist das ja gar nicht so. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Ribéry ist übrigens auch zum schönsten Mann Frankreichs gewählt worden. Ja, zusammen mit Le Pen. Genau. Und Oscar sieht immer noch eine Ecke besser aus. Auf jeden Fall. Dich mit Kevlar ausspielen. So, auch ein Titelspiel von G2. Ich glaube kaum, dass sie in der Runde wirklich viel zu melden haben. Den Molotov, da müssen sie abstoppen. Der macht trotzdem noch viel Schaden. Oh, oh, oh. Was? Wie kann Phelps denn da zwei Spieler? Der holt drei Leute! Drin. Was? Was war das bitte? Wollte man da einfach sie nicht sterben? Sie wollten nicht in die UMPs reinrennen. Ah, die wollten kein Geld ausgeben. Richtig. Okay, krass. Das ist doch mal schlau gedacht. Erstmal der Schock, aber dann bei der zweiten Überlegung eigentlich super schlau. Eigentlich schlau. Weil wenn sie durch den Molotov rennen, sind sie low geschossen. Die UMP macht dann halt so oder so viel Schaden. Da reichen dann ein, zwei Schüsse. Das ist gut. Ja, das ist echt gut. Wenn das wirklich so gedacht war, Hut ab. Ich glaube schon. Ich glaube, da, also es ist die einzige, der einzige Logik, weil sie sind ja vorher nochmal extra reingerannt. Ja, genau. April. Ja, mal ein bisschen Stimmung hier reinbringen, oder? Mit Big und Penta. $50,000 stehen auf dem Tisch. 18.000 alleine davon gehen an den Sieger. Ihr holt nochmal alle Freunde rein. Ihr holt nochmal alle Bekannten und Verwandten rein. Das wäre mir auf jeden Fall persönlich wichtig, denn je mehr Zuschauer, desto mehr Spaß macht es natürlich als Caster. Und ganz nebenbei kriegt man dann auch vielleicht ein bisschen mehr Kohle. Aber das ist eigentlich egal. Ich will einfach nur, dass viele, möglichst viele Leute eben mit uns zusammen dieses Spiel genießen können. Und ich hoffe, das wollt ihr auch. Machen kann. Mit ein bisschen Backup. Der bekommt auch noch den Frag. Kriegt auch noch den dritten. Und da ist es wieder leid. Da ist es wieder leid. Die Flash nimmt er noch mit. Den vierten, den versetzt er dann. Arbeitet sich noch an der Smoke durch. Und der Nosecomb gegen Dominik passt. Was macht Leid hier bitte? Denim alleine. Ja, damit bis gleich. Wir sind tschüss und haut rein.